Sie als Polizist oder als ehemaliger Polizist, wie sehen Sie es aber, dass der Landeshauptmann in so einer Situation wie dieser seine Geräte wechselt und angeblich löschen lassen wollte, hat er heute dementiert und es würde auch in seinem Büro liegen. Aber zeichnet das nicht ein bisschen ein komisches Bild? Wie hätten Sie da als Ermittelnder reagiert? Ja, meinen Tipp braucht es in dem Zusammenhang, denke ich, nicht in allen Facetten. Und es war beim ersten Themenbereich ja auch schon ein Diskussionspunkt. Und es ist geschildert worden, dass auch in dem Bereich eben Aussage gegen Aussage steht. Und die Sache ist zu prüfen. Geht es darum, dass Beweismittel irgendwo auf die Seite geräumt werden oder sollen die verschwinden? Oder geht es um andere Abläufe, die möglicherweise plausibel sein können? Das ist nicht meine Aufgabe, das zu prüfen. Es ist die Frage und das ist auch klar, irgendwann gibt es die politische Frage, ist das Vertrauen vorhanden in eine Institution oder in eine Person? Und dafür gibt es parlamentarische Instrumentarien und eines davon ist ein Misstrauensantrag. Und da sage ich aber auch dazu, Sie sind ja fraktionslos. Können Sie sich vorstellen, in den ÖVP-Club zu wechseln eigentlich? das steht überhaupt nicht zur Diskussion und ist eigentlich in dem Zusammenhang irrelevant. Jetzt